Ich bin in einem Land groß geworden, das es nicht mehr gibt. Den größten Teil meiner Kindheit habe ich in der DDR verbracht. Als die Mauer fiel, war ich 12 und alles wurde anders. Auf einmal gab es viele Verwandte in Israel. Ich liebe Matze, Granatäpfel und hebräische Popmusik. Ich würde wirklich gerne hier leben. Aber die jüdische Mama, nach der mich alle immer fragen, die hab ich nicht. Bei mir ist nur der Papa jüdisch. Praktisch von dem Augenblick, wo ich Militärmedizin studiert habe, bis 1989, habe ich keinen Kontakt mehr zu der Familie gehabt. Hast du Angst gehabt manchmal, wenn Briefe aus Israel kamen? Wie war das zu DDR-Zeiten? Es war doch verboten für dich. Klar hatte ich Angst. Klar hatte ich Angst, einen Beruf zu verlieren. Das ist doch logisch. Mutti hatte niemanden außer Lore, die dieses Massaker überlebt haben. Niemanden. Und die waren eine große Familie gewesen auch. Ich weiß so wenig über meine Oma Lissi. Wer war überhaupt meine Großmutter? Guck mal, das war der Weg zum Swimmingpool eigentlich. Wie konnte man hier runtergehen? Hier gibt es gar keinen Weg mehr runter. Der Swimmingpool, der ist jetzt leer. Wie konnte es passieren, dass unsere Familien sich 40 Jahre lang aus den Augen verloren haben? Wer soll mir nun erzählen, woher wir kamen? Wer wir sind? Wer ich bin?